da. Und wieder raus. Jetzt fehlt es nur noch ein einziger scheiß Kristallkugel-Dingskörchen. Ach, geh auf. Geht doch. Go for it, go for it. So. Na, keine Lampe anmachen. Was mache ich da? Was wollte ich da machen? Schande über mich. Gruselig. Großer Raum. Bemerkt man diesen großen Tor. Auch wenn hier keine Tür ist. Hm. Scheiße, ich hab Monster gehört. Ich geh trotzdem weiter. Musik kommt. Das ist schlecht. Dup, 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 da ist ein Monster. Scheißen drin. Ja. Tötet ihn. Tötet ihn. Ich kann kein Monster töten. Ich muss, kann nur von dem verstecken und wegrennen. Das ist gerade so schlimm an diesem Spiel. Komm schon. Töte Zero. Tötet ihn. Ja. Unterstütze dich mal richtig. Und sei nicht gegen mich. Ich liebe Monster. Das Spiel Left 4 Dead. Wirst lernen, aber das habe ich schon durchgespielt. Das Spiel ist nochmal durch. Left 4 Dead 2. Oder Dead Space 2. Warum kann ich da nicht hoch? Alter, geht doch. Ich glaube, dass ich einstürze. So, jetzt sollten die Monster nicht mehr kommen. Also die Monster werden sicher noch kommen, aber ich glaube nicht, dass das Monster darüber kommt. Also dafür ist es Ja, du bist ja kaum rübergekommen, also ein Monster wird da wohl nicht rüberkommen. Ja. Okay, so klingt auch logisch. Sehr logisch. Auch wenn die Spiel sogar unlogisch ist. Deswegen reden wir über Logik und Unlogik und Logik, 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 Logik. Nam, nam, nam. Ja. War ich hier nicht schon mal gewesen? Kommt mir irgendwie so vor, weil sicher weil der Raum so groß ist. Du, du, du. Renn ich gerade im Kreis? Wahrscheinlich. Glaube ich auch gerade. Werde ich ja gleich herausfinden. Ja. Ja, wir rennen im Kreis. Ich hasse dieses. Ich hasse diesen Blutnebel. Ich sag doch, die Tür ist irgendwo in der Mitte im Raum. Lauf einmal quer. Lauf einmal mal risky quer durch den Raum. Komm schon. Nein. Bitte. Nein. Oh Mann. Spielverderber. Es geht hier um meine Psyche, ey. Ich bin auch mit diesem Spiel krank. Da denke ich auch so wie Daniel, dass ich gerade jemanden folter mit Messer. So, zum Ausnahmsweise mal gehe ich jetzt, anstatt zu quatschen. Oh, da ist die letzte Tür, da gehe ich und ja. Oh, da ist etwas. Da meinte der auch einmal, was sowas machen soll. Irgendwie damit. Oder da. Zünd's an. Ich kann es nicht anzünden, ich hab kein Feuerzeug. Und die Laterne wird sich auch entsetzen, weil ich kann es da nur an und aus machen. Was auch hier funktioniert. Na, ich will keine Hilfe brauchen. Tür. Und wieder ein Ding, was in der Mitte steht. Und am Ende des Raumes. Ist das eine Kuh? Er ist natürlich echt eine Kuh, oder? Ich erkenn's nicht. Das ist eine Kuh. Das wird sich gleich öffnen, das Teil, scheiß Teil. Die frisst dich gleich auf. Pass auf. Das wär's. Natürlich raten, dass der Wichser wurde hier reingetan, da wurde hier angezündet und das war's. Burn, burn, burn. Sei froh, dass du den Sound nicht hörst. Wieso? Wieder ein Schrei. Yay. Soll ich es öffnen? Ja. Ich kann es nicht öffnen. Ich kann es nicht öffnen, lol.
Lol, ich kann es nicht öffnen. Wisst ihr was, zum ersten Mal in diesem Spiel, oder soll ich es machen? Ich glaube, ich mache jetzt mal einfach mal einen Save Point. Zum ersten Mal in diesem Let's Play. Und eine kurze, Kontrolle. Ob wegen Speicher. Also wir sind da, ich bin dann gleich wieder da. Also, bis denn. Kuckuck. So, da sind wir auch wieder nach dieser kurzen Unterbrechung. Das geht auch schon wieder weiter. Und der Gamer X-Bark ist noch nicht verschwunden, er ist noch da. Hi! So. Ich glaube jetzt. Boah, das muss ich jetzt wieder zurückfinden. Bin ich die ganze. Bin ich diese Mauer gefolgt oder diese Mauer? Da die geradeaus, also nicht die rechte. Okay, gut, dann musst du die rechte nehmen. Danke! Nein, ich musste das. Die linke würde mich zurück zu diesen zu dieser Art Brücke bringen. Über die ich fast durchgekommen bin, aber ich will ja wieder hier raus aus dem Altarraum. Ja, sag das gleich. Tja. Ich habe jetzt alle 6 Teile, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Geht's jetzt? Kann ich das eigentlich schon? Nein. Bento? Nein. Du. Okay. Naja. Auf jeden Fall wurde mir gesagt, ich brauche nur 6 Stücke von dieser Kugel. Und die habe ich auch jetzt. Hoffe ich. Ich müsste jetzt lachen, wenn du 7 brauchst. Ja, dann würde ich mich wundern, noch ein bisschen aufregen. And a rage. Das wär's. Hallo? Hi! Dann gehe ich jetzt ein bisschen, weil es eigentlich ist es schlecht, hier lang zu gehen, aber ich scheiße jetzt mal drauf. Sicher werde ich jetzt sterben. Nur weil ich es gesagt habe. Anscheinend ist heute mein Glückstag. Schade, keine Monster greifen ihn an. Das ist gut so. Oh, scheiße, ich finde hier keine. Scheiße, keine Wall hier. Hahaha. Ich bin so geil drauf, dass du stirbst. Okay, jetzt bin ich wieder orientierungslos. Ich gehe hier entlang. Also, soweit ich weiß, bin ich ja nur über eine Brücke gelaufen, gegangen. Gelatscht. Wahrscheinlich läuft es genau falsch. Nein, ja, läuft sogar richtig. Schade. Zum Glück. Lucky. Und ist der Typ da immer noch am Hängen? Sicher nicht. Wahrscheinlich. Sicher ist er wieder ab oder sind noch mehr Leute dran. Ich mag es Treppen nicht hier. Ich mag es nicht, Treppen hinaufzugehen. Sei doch, der ist weg. Wusste ich doch. Ich kenne Horrorspiele einfach. Oh Mann, mein kleiner Freund ist weg. Ich kenne Horrorspiele einfach so gut manchmal. Aber nur wirklich manchmal. Also Horror allgemein. Ne, versteht sich. Was war das? Hm? Hast du gefurzt oder was? Nee, ich habe mein Mikrofon anders hingetan. Achso. Ist ein bisschen unbequem geworden. Hat sie irgendwie so angehört, nee. Kurz. Doch. Nee. Doch. Ja. Genau. Ja, ich bin es. You found Vile's recipe. Then there might still be a chance. Listen carefully. Hide Wood mit den Stacheln und mit dem. It's where he wants to go. If you could put your anger aside. Let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, okay. Find the ingredients and prepare the tonic via the scribes. And do so before you assemble the ball.
The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. Momento. Es ist eine Kugel, die auf einen Notizzettel ist doch alles richtig. Doch ein Ripper, der sterbende Mann braucht ein spezielles Tunikum, das ihn rettet. Auf einen Notizzettel. Notizzettel. Nein, Mann. Geht doch. So. Vielleicht? Nein. Nein. Nach was suchst du? Ich suche nach den Zutaten. Ich glaube, ich habe sie gerade gefunden. Ich brauche einen giftigen Pilz. Giftige Pilze sollte eine lebende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte furchtbar Boden zu sein. Dann könnte ich meinen seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Das heißt, ich hätte eigentlich, glaube ich, diesen Blut, dieses Blutteil da, an diesen einen Typen da verwenden, der irgendwie grün war. Weißt du noch? Die wir da gefeiert haben. Ja, genau. Da liegt sie ja wieder in der Kammer drin. Ja, gleich mal gucken. Aber vor das fließen Tampon gegen dürfte was schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass diese Welt existiert. Okay. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesem Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Krets, der wasserbewohnenden Kern. Ich muss mit Wea darüber sprechen. Er muss mir eine Wörter zur Verfügung stellen. Auch eine gut präpierte Quelle sollte genug davon enthalten. Ich habe eine Idee. Jetzt bin ich gespannt. Fail. Okay. Ich habe keine Ahnung. Gibt es irgendwas zu. Ja, Wassermonster, wir haben es kapiert. Haben wir irgendwas zum Interagieren hier? Scheint nicht so. Bleib still! Ein Stein. Toll. Ja. Das ist der Steinfutsch. Ja, das sind noch mehr, das sind noch andere Steine zum Verwenden. Der arme Stein, der hat doch Gefühle. Also echt. Ja, mal vorbei rennen. Der Stein tut mir leid. Ich bin ratlos. Mal wieder. Halt wie ich immer. Ja, bei Bottle 2 muss man nur rätseln. Ja, klar, nur. Als ob es nicht genug ist. Und sich von GLaDOS beleidigen lassen. Na, eigentlich von Wheatley. Weil jetzt hat ja. Er die Kontrolle bei dir. Klar, aber trotzdem. Links rein, da ist der Typi gewesen. Da ist er aber nicht mehr. Jetzt ist er sicher rechts auf dem Tisch. Der war ja vorhin leer. Oh, auch nicht. Scheißen Dreck. Interagier doch diesen Kübel da mit dem Seil dort. Welches Seil? Ja, das Seil von dem vorherigen Raum, das runter in den Brunnen geht. Keine Ahnung. Was sagst du da? Du verwirrst mich. Komm wieder. Hammer. Komm wieder. Mann.